Hallo Freunde, ich bin Lohnwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von WoT. Ja Freunde, ich habe neue Rubrik aufgemacht. Ich habe jetzt zwei Serien von dieser Rubrik. Ich raste aus. Ja, heute gibt's noch eine Folge, Teil 3 von Ich raste aus. Ich habe zwei Matches für euch. In dieser Rubrik kommen solche Matches, versucht hat, um zur Musik zu kommen. Aber entweder Tim hat's nicht geholfen, also keine Unterstützung oder kein Dev gemacht, also mich gedefft, oder das Team verreckt. Ja, alle verrecken wie die Fliegen und dann lassen sie dich allein. Aber bevor wir zu diesen Matchen kommen, und ich muss sagen, ich bin stolz auf diesen Matchen, ich bin sowas von stolz, Freunde, weil ich habe wieder mal nicht nur am meisten Schaden von unserem Team gemacht, sondern am meisten Schaden von dem kompletten Team gemacht. Ja, aber auch gegnerischen Team dazu gerechnet. Aber jetzt, bevor wir zu dem Match kommen, will ich euch eine kleine Geschichte von gestrigen Tag erzählen bei mir. Ich war unterwegs, um meine dreifache Punkte abzusacken. Und was passiert? Ich nehme mein Objekt und komme auf Tier 9 an. Ich überlege, juhu, ja, top. Das ist doch cool. Mit meiner Kanone, das packe ich. Und fahr raus. Jetzt, wir waren kurz von verlieren. Aber wir hätten noch eine Chance. Sie haben noch 6 Panzer gehabt. Davon 3 top. Wir hatten 3 Top-Panzer. Davon ich. Dann J75. Und noch eine. Und zwar der Tier 9er von den Briten. Ich glaube, Covenanter heißt er. Ja, was glaubt ihr, was passiert? Ich sehe. Ja, hier. Der hier. Der Covenanter. Ich sehe, dass dieser Tank, also dieser Fahrer, ja, angegriffen wird von J75er. Ja, J75er macht ihm das Leben zur Hölle. Ihr kennt J75er Gun. Die ist sehr gut. Und der stand so, dass er durch den Turm spielen könnte. Das heißt, dieser Covenanter hätte ihm nie im Leben Schaden reinkloppen können. Durch den Turm. Ja, ich schnapp mir mein Objekt, fahre um die Gegner herum und fange an, in diesem J75er zu ballern. Ja, okay, der J75er hat kopiert, dass ich ziemlich harter Gegner für ihn bin, hat sich hinter den Stein versteckt, wo ich nur seine Lücke sehen könnte. Ich hätte treffen können, aber mit meiner Genauigkeit nicht geklappt. Ich rufe nach Hilfe diesem Krovinanta, der stand oben, ja, auf dem Berg, der hätte nur ein wenig runterfahren sollen und dem abschießen. Ich schenke dem den Kill von mir aus, ja. Nur rette mich, ich bin Top-Tank. Ich bin noch nützlich, ja, okay. Der hat mir nicht geholfen, hat mich sterben lassen. Am Ende haben wir verloren. Kurz davor, also kurz nachdem ich verreckt habe, verreckt er. Fängt an zu schreien. Ich so, du Noob. Glaubst du wirklich, du kannst es alleine diesen Match schaffen? Der so, ich hab dir nicht geholfen, weil du 74% Siege hast. Ja, ich verstecke meine Siege nicht. Hier könnt ihr sehen. 74-2. Der hat 52 und er glaubt, der ist ein Profi. Ich hoffe, du, der gestern mir nicht geholfen hast. Also, wo ich mit Objekt 704 war. Ich hoffe, du siehst diese Folge. Und ich hab dir was zu sagen. Du mit 52% glaubst, du bist ein Profi. Du bist nur ein wenig besser. Aber, ich sag's nur eins. Ich habe seine Statistik dann gesehen, ja, Freunde. Und was glaubt ihr, was drin stand? 9000 gefahren. 52%. Der glaubt jetzt, der ist ein Profi. Trottel. Der nicht mal weiß, dass dieses Spiel ein
Tag-Team-Spiel ist, ein Team ist, ja, der hält sich für was Besseres, dieses Hirnamputierte. Das ist immer noch Teamplay. Ich hätte verstanden, wenn ich ein klein Level-Tank hätte. Ja, ich hätte noch verstanden, Freunde. Ich hätte gesagt, okay, riskiere nicht für mich. Aber ich war ein Top-Tank mit einer Gun, der alles zerschmettern kann. Wir hätten siegen können. Aber dank diesem Trottel haben wir verloren. Denn ich war gewohnt, dann kam der Chrominanta. Also, derjenige, der sich für was Besseres hält, Wasserbombt. Und dann der letzte, J75er, der hat getan, was er könnte. Der hat noch Atis und die Gegner haben auch Atis gehabt, ja. Was der sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Der hat sich nur für was Besseres gehalten, nur weil er paar Punkte mehr hatte. Ja, 52%. Und der hält sich für was Besseres. Das ist normal. Strich, ja. Was Besseres hätte ich verstanden, 46%, der wäre ein Profi. Und dieser Trottel hält sich schon bei 52% für etwas Besseres. Ja, diese Statistik ist alles schon und gut. Aber wenn man 52% hat und nicht mal weiß, dass das ein Teamgame ist, dass man ein Tier 9er retten muss, damit man zum Sieg kommt, dann weiß ich auch nicht, wie der sie gewonnen hat. Vielleicht hat er Glück gehabt einfach, weil bei 9052%, ich glaube eh, da hat er nur Glück gehabt mit dem Team. Weil ab und zu mal, ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich in solche Teams reinkomme, wo einfach rausraschen und dann dich alleine lassen. Ja, egal wie du spielst, du kannst Schaden einkloppen bis zum geht nicht mehr. Aber du bist alleine, du schaffst es nicht mehr. So Freunde, jetzt zeige ich euch solche Matches, wo du alles versucht hast. Nur der Team lässt dich einfach im Stich. Und nochmal, ich hoffe, dieser Fahrer, der Chrominanter gefahren hat, ja, sieht diesen Match. Ja, ich weiß nicht. Wenn du das siehst, ja, schreib mich an. Ich verstecke mich nicht. Deadman 2. Und dann reden wir. Weil sowas, sich besser als die anderen zu halten, ja, und dabei null von dem Spiel Ahnung zu haben. Freunde, tut es nie. Rettet euren Tank. Denn ich sage es immer wieder. Ein geretteter Tank ist eine Gun mehr. So, jetzt aber zu den Matchen, Freunde. Ich will nicht mehr über diesen Spieler reden. Also das ist schwer, ihn als Spieler zu bezeichnen. Aber jetzt gehen wir einfach zu den Matchen. Viel Spaß und viel Map. Winterthur, ich bin mit meinem Stufe 170 unterwegs. Und ja, wie gesagt, ich bin mir zu fassen. Wir haben außerdem noch eine AD, nicht so gut war. Ja. Fahrzeug ausgeschaltet.
Fahrzeug ausgeschaltet. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Fahrzeug zerstört. Bewegungsunfähig! Diese Match werdet ihr sehen. Ich will, dass ihr seht. Ja, man versucht alles. Nur das Team, blöderweise, geben auf.
Ja. Diese Idioten, ey, die können Mario nehmen. Etwas einrichten können. Dann erst großer Panzer fahren. Ja? Guck mal das an. Und derjenige, der große Klappe gehabt hat, ja? 500 Schaden. Pisser, Schwanzlutscher. Ich hab schon wieder so viel gemacht, wie kein anderer, nicht mal gegnerische Team hat so viel rein. Und jetzt sagt mir nicht, ja, du hast zu 150. Es ist eine Maschine, die, die richtig Hände braucht. Also, die nicht nur, ja, ich habe sie jetzt und mir kann keiner mehr was. Nein, nein, die ist sehr, sehr schwer zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe Kharkov, ja, die neue Mensch. Ich bin mit meinem Objekt 704 mal raufgefahren. Seit langem diese Maschine nicht angerührt. Da habe ich mir gedacht, okay, mal rausfahren. Eigentlich ist diese Maschine ganz schön geil. Ja, also, irgendwann. So. Aber so Spaß halt da wo ich halt am liebsten. Besonders nicht an die, die ich nicht kenne. Ja, ich weiß nicht. Aber du musst auch was finde ich kenne. Also die ist zwar seit langem da, aber erst vor kurzem habe ich angefangen, die Map einzuschätzen. Also, meine, ich habe die nicht rausgefahren. Die Map hatte ich vor kurzem angefangen, wirklich zu bekommen.
welche arbeitet oder was? Wer hat gewonnen? Kann nichts mehr tun. Also könnte gewonnen. Na super. Guck mal, wie viel ich da schon reingekloppt habe. 2-7. Und bin auf dem ersten Platz. Also wenn jemand das nicht schafft, ja, geht in 75. Gott, Mann, was für ein Tank und der macht so wenig Schaden. Es gibt's nicht. Also ich habe mehr als jeder hier gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.